Max, wie bitte, ja? Da ist ein Wasserfall. Da kann man drin baden gehen. Also, heute geht's los. Es geht eine Tour rund um die Insel. Das ist so ein Bullshit. Das ist wirklich. Weißt du, ich hab da nie zugehört, es tut mir natürlich leid. Natürlich nicht, weil ich ja alles alleine mache. Fortnite! Fortnite! Wir reisen hier, wir bezahlen hier Unmengen an Geld, um diese schöne Insel zu besichtigen. Und was du machst, ist. Es reicht doch völlig aus, wenn wir gammeln, wenn ich dich. Deine Mutter hätte es immer gewusst! Es wird nichts mehr! Wir gehen in einen Ort heute! In einen! Ja, deinen fetten Arsch! So, die Drohne wird mitgenommen und es werden Reisfelder besichtigt. Was wird noch besichtigt? Ich hab mir das Wahnsinn, na, vielleicht der Affenwald oder so? Ja, den habe ich schon vor mir. Alter. Wie bitte? Der Tegi Nungnang Wasserfall oder so. Mann! Ich box dich wirklich. Nee, der magere Transfer. Der erste Stopp ist der Affenwald. Ich will jetzt erstmal pennen. Gute Nacht. Deine Mutter hat es immer gewusst. Junge, feinstes Huhn. Wir sind jetzt angekommen im Affenwald. Also noch nicht im Affenwald, aber hier muss man ein Ticket erwerben und dann geht's los. Wie bitte? Affen. Alter. Moritz, komm doch mal her. Das ist ja immer noch wunderschön. Es muss dringend der ein oder andere Affe im Hotel leben. Ich bin sogar tätowiert, Alter. Heute ist ein großes balinesisches Fest, deswegen ist hier ein Teil des Affenwalds geschlossen. Heiliger Bimbam. Er wird wirklich. Oh Mann! Alter, ich bring mich noch um. Dieses scheiß Objektiv. Ich hoffe, das Objektiv wird einfach von Affen gestohlen. Was? Unter dem Baum. Ah, hier. Hm. Oh, ist das niedlich. Wie die das Oh nee. Das ist einfach nur schön.
Oh, feinste Affenscheiße. Das muss wirklich das gute Leben sein, wenn deine ganze Welt ein Klo ist. Wir sind heute mitten in dem religiösen Fest. Geil. Junge, Junge. Von den netten Leuten haben wir feinsten Mais bekommen und eine Banane. Junge, die war ja schneller weg, als man gucken konnte. Und dann eine Süßkartoffel. Wie die einfach den Baum runterrennen und schon sehen, wenn ich hier ankomme oder das Kind. Ja, die haben sonst nur Süßkartoffeln. Dann nimmt sich gleich noch ein. Die Sau, das miese Schwein. Ich weiß es nicht, der hat sich gegönnt. Ja, das heißt mal. Wo sind wir jetzt? Am Ubud Market. Ubud Market. Jetzt haben wir erstmal Hunger und wollen das verspeisen. Und danach werden wir diesen Markt hier... Junge, der Ringer Arnos Hut in riesig... Lul, unsicher machen. Nüt, nüt. Nüt, nüt. Oh nein, die Bullen. Ich hab da so ein Zelt. Ich rieche nach Orange. Wie bitte? Ich rieche nach Orange. Oh, ist das schlimm hier mit mir. Nach dem feinsten Schmaus geht es jetzt endlich mal richtig auf den Markt. Ich bin gespannt, was es hier für feine Dinge zu entdecken gibt. Oh, das sind ja schon die Pimmel. Den größten aller Art. Ah, die Traumfänger für den Traum vom anderen Geschlecht. Wir sind jetzt bei den Reisfeldern, die auf den Fotos im Internet etwas spektakulärer aussahen, und mit etwas meine ich um einiges. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Das ist einer der sogenannten Hotspots hier für Fotografie. Naja,
extra meine Drohne mitgebracht, aber irgendwie ist es nicht so schick. Also es hat alles so ausgedörrt. Und anstatt dass hier Wasser drin ist und Reis angebaut wird, sind da überall nur solche Vorsprünge, also Plateaus mit gammeligem Stroh drin. Etwas mager. So, jetzt noch die ein oder andere Aufnahme machen. Von oben sieht das Ganze hier auf jeden Fall schöner aus. Link zur Drohne in der Beschreibung. Hier wird natürlich alles ausgeschlachtet, so sehr es geht. Also kostet hier auch ein Foto machen Schweinegeld. Junge. Ja, hier ist es ein bisschen schicker, muss ich zugeben. Hallo. C'est bon? C'est parti? C'est parti. Voyons. Et là, voyons, c'est ça la partie gay.